Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und hat mich wieder für euch in The War of Finn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Collection-Update-Video präsentieren. Und ja, ich weiß, das letzte ist ein Weilchen her. Ich habe jetzt in meine Tabelle geguckt und es ist tatsächlich schon 3 Monate her. Ich wollte eigentlich ein bisschen früher eins machen in The War of Finn, aber irgendwie war zu viel anderes Zeug. Aber das holen wir jetzt nach und schauen uns jetzt so ein bisschen an, wie mein aktueller Stand im Collection-System allgemein ist. Dazu werden wir mehrere Sachen schauen. Wir werden natürlich ins Older Things schauen. Wir werden unter Achievement schauen, Mounts, Pets, Toys, das Übliche. Wir gucken so ein bisschen meine Tabelle mit durch. Da habe ich jetzt vorhin gerade die Daten schon ein wenig eingetragen. Also das letzte Update war am 22.07. und jetzt haben wir den 20.10. Es ist fast 3 Monate her seit dem letzten Mal und es ist auch jetzt 2 Monate, ist die Expansion schon raus. Genau. Und ja, nächste Woche, also von mir aus gesehen, bei euch wahrscheinlich, wenn das Video kommt, schon 1-2 Tage, kommt ja dann der nächste Patch, 11.05 müsste es sein. Also da haben wir dann auch nochmal einiges Neues, deswegen wollte ich es auf jeden Fall noch davor schaffen. Und natürlich schauen wir uns auch ein bisschen die Rankings auf Data for Azeroth an. Gut, ich würde sagen, wir steigen damit gleich mal ein, wo wir stehen aktuell. Bin ich hier im Collection Score auf 997.745 Punkte. Eigentlich, ich sag's euch ehrlich, ich wollte das Video machen, wenn ich genau auf 1 Million bin. Aber wie gesagt, der Patch kommt ja jetzt am nächsten Mittwoch raus und dementsprechend werde ich es bis dahin nicht mehr schaffen. Mit dem neuen Inhalten aus dem neuen Patch, dann denke ich mal schon auf jeden Fall. Aber da ist dann wieder so viel neues Zeug. Ja, deswegen dachte ich mir, machen wir es noch vor dem Patch. Genau, wir können auch kurz gucken, wie es jetzt in der besten Liste ausschaut. Ich bin so um die 10.000 Punkte vom zweiten. Das ist jetzt aktuell tatsächlich nicht mehr der Gaulisch, sondern der Dirty B. Der hat den Gaulisch ein bisschen überholt und ja, ist aber auch jetzt 10.000 Punkte hinten. Der Typ hat aber sehr viel removedes Zeug, also irgendwann, wenn der ordentlich im T-Mock hinlegt, dann kann er mich tatsächlich einholen, ne? Also, ja, mal schauen. Gut, dann gucken wir weiter. Ich bin bei den Achievements aktuell bei 49.235. Da bin ich, ja, nicht so gut im World Rank dabei, auf Platz 22. Ich habe aber ein paar Sachen, die ich absichtlich delay, also die ich aktuell nicht angehe. Dann Mounts bin ich bei 1.136, wobei ich habe eben einen Mount gekriegt, auf das ich gerade sitze, das ist ein Steingewölbe, also müsste ich einen Mount mehr haben, da bin ich auf Platz 11, dann Petscore bin ich bei 185.000 auf Platz 2, ich habe ein Pet, was ich mir noch kaufen kann, dann wäre ich wieder auch auf Platz 1, aber da warte ich gerade so ein bisschen, bis der Preis quasi günstig genug ist. Das ist ein Pet aus dem Delph, kann ich euch nachher auch noch zeigen, welches das genau ist. Dann bei Titeln bin ich bei 347, bin ich Platz 10. Reputations bin ich bei 226, bin ich Platz 3. Rezepte 9617, bin ich Platz 7 im World Ranking. Quests 21.807, bin ich Platz 6. Bei den Toys sind wir bei 964, bin ich Platz 2. Da fehlt mir tatsächlich ein einziges Hidden Toy, werden wir vielleicht nachher auch noch zu sprechen kommen. Und bei den Appearance bin ich auf 82.700, da bin ich auf Platz 1 aktuell. Und da bin ich auch noch, ja, gute 2.000 Punkte vorne, also da vom Gaulisch tatsächlich. Und dann haben wir jetzt noch die Rankings, die jetzt nicht so relevant sind, die nicht oben mit reinspielen. Das ist einmal der Completion Score, da bin ich auf Platz 1, bei den Achievements bin ich auf Platz 14, das hängt ja auch sehr mit dem hier zusammen. Dann Feasts of Strengths 103, da gibt es ewig viele so PvP Feasts of Strengths, die da reinspielen. Legacy Achievement auf Platz 96, dann Pets. Das ist, glaube ich, die Anzahl an Pets, nämlich nur auf Platz 3. Das wundert mich jetzt gerade. Ah, weil die beiden alle Pets haben, ne? Aber anscheinend hat der Dirty Beater noch nicht alle abgegradet, so wie es aussieht. Sonst wäre er hier auch mit den Punkten oben. Ja, hat anscheinend ein paar nicht abgegradet. Genau, dann, was haben wir noch? Appearance. Da ist jetzt ein neuer Score, den habe ich aber in meine Tabelle noch gar nicht mit aufgenommen. Der ist, glaube ich, das ist eine einzigartige Appearance. Blizzard hat mittlerweile eine IP oder wie das Ding heißt für einzigartige Appearance, aber nicht für IDs, ne? Also das kann man jetzt von Blizzard auslesen. Aber auch bei der bin ich auf Platz 1 mit ein bisschen über 1000 Vorsprung vom Gaulisch. Und ja, dann haben wir noch Olds. Aktuell habe ich 15 Max-Level-Chars. Dann den Old Score, das sind ja quasi alle Level von allen Chars zusammengerechnet. Dann Ehrenlevel und ehrenhafte Kills. Genau. Das sind soweit jetzt die Data for Azeroth Scores. Jetzt würde ich sagen, schauen wir in meine Tabelle rein, was sich geändert hat.
Und zwar vom letzten Mal, vor 3 Monaten, habe ich jetzt 45.000 mehr Punkte. Gut, war ein Expansion-Start, da geht immer extrem viel, ne? Das war jetzt quasi noch 1 Monat am Ende der Expansion und dann 2 Monate in der neuen Erweiterung. Und da geht natürlich einiges. Dann, das Ganze setzt sich so raus, ich habe fast 3.000 Achievements plus gemacht, oder Achievement-Punkte besser gesagt. Dann waren es 38 Mounts, beziehungsweise 39 eigentlich, weil ich jetzt vorher noch einen Mount dazu gekriegt habe, kurz bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben. Dann Pet-Score sind es 9200 Pet-Score, das sind halt 92 Pets, ne? Dann haben wir 16 Titel plus gemacht, 7 Reputations, 719 Rezepte, 857 Quests, 35 Toys, 2418 Appearance, also Transmog. Dann haben wir hier Completionist Score, sind es 4515. Gut, das ist im Endeffekt dasselbe wie das hier oben, nur dass hier bei diesem Score jegliches Item nur als ein Ding gilt, ne? Also ein Mount gilt ja bei dem oberen Score zum Beispiel 100 Punkte, hier bringt es halt auch nur eins. Ist halt eine andere Herangehensweise. Achievements habe ich 301 plus gemacht, Feast of Strength 27, Legacy Achievements 5, Pets 92, ne, hatte ich ja gesagt. Das hier ist einfach nur für jedes Max-Level 25er Pet, was blaues bringt, hat 100 Punkte. Dann All-Score habe ich 140 minus gemacht, naja, liegt daran, vorher war halt Level 70 Max und jetzt ist halt quasi Level 80 Maximum und dementsprechend sind jetzt nur noch die 80er Chars, die zählen. Old Score ist auch nach unten gegangen, da bin ich jetzt gerade im Überlegen, warum das ist. Wobei, ich habe hier, glaube ich, eine falsche Zahl eingetragen, oder? Kann das sein? Irgendwas passt da nicht. Old Score 12.000. Weiß jetzt auch nicht. Also irgendwann, ach doch, warte mal, doch. Ich habe eine falsche Zahl eingetragen, 12.850. Deswegen passt das nicht. Ah, okay. Wollte gerade sagen, ich habe ja nicht weniger Level insgesamt, dann ist das nämlich auch grün. Die 80er Chars zählen natürlich dann mehr rein. Ich habe ja keine Twinks verloren. Dann Honor Levels habe ich 15 plus gemacht und ehrenhafte Siege 5245 plus gemacht. Ich habe ein bisschen die BG-Achievements geholt, ne? Vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen. Dann im All the Things habe ich. Moment, das müssen wir vielleicht auch noch kurz formatieren. Im All the Things war ich davor auf fehlenden Items bei 3.068 und jetzt sind es 4.335. Also ich habe quasi jetzt 1.267 mehr Items. Liegt aber daran, am Anfang der Expansion sind natürlich ein Haufen neue Sachen reingekommen und dann hat mir, glaube ich, ein bisschen über 10.000 gefehlt. Also ich habe jetzt quasi, es waren 3.000 am Ende von Dragonflight, dann ist es raufgegangen auf 10.000 Sachen, die mir gefehlt haben, weil ja alles möglich wieder reingekommen ist. Und jetzt von den 10.000 habe ich mir jetzt schon wieder runtergearbeitet auf quasi ein bisschen über 4.000. So ja, wenn man natürlich jetzt nur die Differenz sieht, dann würde es ja so aussehen, ob ich jetzt was Minus gemacht habe, aber tatsächlich über die Expansion hinweg habe ich einiges reingeholt. Und bei den Prozenten gibt sich das natürlich auch wieder. Ich war vorher auf 98,3 und bin jetzt auf 97,51, aber ich war, glaube ich, wieder runter auf 95 oder so. Also da haben wir uns von diesen 10.000 fehlenden Items schon wieder ordentlich runtergearbeitet. Genau, das soweit zu meinen Tabellengeschichten. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns so ein bisschen mal in den einzelnen Collector-Dingern an. Übrigens das Mount, was ich eben gekriegt habe aus dem Steingewölbe, das habe ich jetzt echt eine Weile gefarmt und bin jetzt ganz froh. Also das kommt quasi noch on top, aber da habe ich jetzt Data for Azeroth noch nicht abgedatet. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal die Main-Collection-Sachen an, und zwar Achievements, Mounts, Pets, Toys, und dann können wir uns noch ein bisschen im All the Things austoben. Also, als allererstes haben wir hier die Achievement-System. Punkte habt ihr ja vorher schon gesehen. Mir fehlen jetzt noch an Punkten 40, 43 Achievements, oder? Wenn ich es jetzt richtig sehe. Und wo sind die drin? Naja, bei Charaktere bin ich komplett fertig, Quest bin ich auch komplett fertig, Erkunden habe ich auch fertig, Tiefen sind es noch 4 Erfolge. Und zwar, ich muss Brand auf 60 bringen, ich vermute nächste... Oh, das war das Falsche, wurde mir falsch geklickt, da muss ich drauf klicken. Ich habe Brand jetzt auf 58 und ein bisschen mehr als die Hälfte. Man kriegt, wenn man alle 28 Achterkeys macht, so 1,2 Millionen oder sowas um Drehraum, vielleicht ein bisschen mehr.
Das müsste eigentlich fast ausgehen, dass ich nächste Woche noch eineinhalb Level krieg. Ich weiß, es kann sein, dass ich nächste Woche nicht ganz schaffe. Mal gucken. Es gibt Leute, die sind schon auf Max. Es ist aber so, wenn man mit einem Char reingeht, kriegt man 45.000 EP für ihn für einen 8er Key. Ich mache es aber meistens so, dass ich mit drei oder vier Chars gleichzeitig reingehe. Also ich ziehe mit meinem Main quasi drei Chars, die am Anfang AFK hocken. Da haben die Mobs zwar das Dreifache im Leben, also der Endboss hat dann zwar fast 200.000 Leben, aber es geht trotzdem schneller, wenn ich die ziehe mit dem Main, als wenn ich die mit denen die Einzelnen laufe. Ne? Und das Komische ist aber, wenn du die Chars ziehst, kriegen dann alle ein bisschen weniger. Das ist teilweise ein bisschen random. Dann kriegen die alle nur 33k anstatt 45. Und du hast pro Woche hast du quasi 28 volle EP-Punkte, die du auf die Twinks quasi aufteilen kannst oder kannst auch mit einem Char machen. Und alles über 28 quasi von diesen Delve Keys kriegst du dann halt keine EP mehr. Ne? Und ich laufe aktuell über 50 die Woche, weil ich die ganzen Chars für mein T-Mog quasi abdecke. Also ich habe jede Klasse einmal auf Max und schaue, dass ich mit jeder Klasse jeweils vier von den Schlüsseln durchballer in den Delves. Ne? Und dementsprechend kriege ich dann mit jedem von den Klassen das 616er Gear aus dem Vault raus und kann da halt für T-Mog für die Class-Sets ein bisschen gucken. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und ja, da ich das möglichst zeiteffizient machen will, ziehe ich die halt wie gesagt mit und dann gibt es halt zum Teil weniger EP. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich die einzeln laufe, aber ich dachte mir, ob ich jetzt Bran eine Woche früher oder später auf Max habe, ist jetzt auch nicht so wild, dafür, dass ich dann wesentlich länger brauche, wenn ich es mit jedem einzeln laufe. Genau, so viel dazu. Dann, was fehlt mir noch? Mir fehlen noch die Keys. Ich bin jetzt bei 5, also von den 500 Achievement habe ich jetzt die Hälfte. Ich bin jetzt bei 286 und wie gesagt, ich laufe ein bisschen über 50 von diesen Delve Keys in der Woche. Heißt, in 5 Wochen habe ich das Ding quasi auf Maximum. Dann hat sich das nämlich auch erledigt. Sogar wahrscheinlich in 4 Wochen. Ne? Wenn ich jetzt 56 Keys laufe, dann ist es eigentlich in 4 Wochen schon durch. Die anderen Sachen, was ich noch habe, die ganzen Elfer laufen und hier einen Elfer und dann gibt es glaube ich auch noch eine Heldentat, dass man nicht sterben darf. Ich habe die bewusst nach hinten gestellt, weil ich möglichst zeiteffizient das machen will und erstmal die ganzen Keys mit Main ziehe und das dann am Ende mache, wenn ich quasi die ganzen Ziehsachen durch habe. Und erst gehe das erst an, wenn mein Brand quasi auf Max ist. Selbiges auch bei Zekwim mit 2 Fragezeichen, den werde ich erst auch dann progressen. Genau, das soweit. Also da fehlen mir jetzt noch 4 Achievements. Dann Spieler gegen Spieler. Da fehlen mir jetzt unter Welt noch diese ungebundenen Kisten. Das ist aktuell noch ziemlich ätzend zu holen. Am Anfang von der Expansion war es ja so, dass die alle 6 Stunden gespawnt sind und man die im Endeffekt nie gelootet hat, weil das so eine Kiste jeder gegen jeden ist und die dann eigentlich jedes Mal despawned sind, bevor die irgendwer looten konnte, weil da irgendwie dann 50, 60, 100 Leute waren, sich die ganze Zeit klopft haben. Mittlerweile ist der Timer nicht mehr genau 6 Stunden, so wie es aussieht, sondern sie spawnen random. Aber es soll immer noch mega ätzend sein, das zu farmen. Also das habe ich einfach jetzt auf Eis gelegt. Ich denke mal, Blizzard wird das irgendwann nochmal in die Hand nehmen, das ändern. Weil so wie es aktuell gestaltet ist, kannst du es ganz schlecht farmen. Genau. Dann haben wir bei gewerteten Schlachtfeldern noch was drin. Da muss ich die Sachen noch weitermachen mit einem Blitz-BG. Ich habe das jetzt aber erstmal nach hinten geschoben, weil es hier ein Achievement gibt, wo du in 6 Minuten ein Spiel gewinnen musst, ein Blitz-BG. Hier ist es so, dass man das Achievement machen kann. Es gibt aber ein Folge-Achievement, wo du alle BGs in 6 Minuten machen musst. Und das haben genau 0,0000000% der Spieler. Also es hat niemand, weil du manche BGs nicht in 6 Minuten machen kannst. Heißt, Blizzard hat ein Achievement drin, was niemand abschließen kann. Weil selbst wenn das gegnerische Team komplett AFK ist und du in den ein oder anderen BG sofort alles einnimmst, du es trotzdem nicht unter 6 Minuten schaffen kannst. Und das ist halt mega dumm. Also, sie haben es schon gefixt. Vorher waren es 5 Minuten. In 5 Minuten konntest du es nicht machen und in 6 Minuten auch nicht, meinst du, BGs. Und deswegen warte ich mit den Blitz-BGs, bis Blizzard das halt rafft, dass keiner das Achievement hat. Und das ist vielleicht mal so gestaltet, dass man es auch möglich, also dass es auch möglich ist, das zu machen. Und erst dann werde ich hier weiter grinden. Oder ich habe nichts mehr anderes zu tun. Naja, gut, dann werde ich halt hier auch was machen. Genau, und sonst habe ich, glaube ich, hier nichts mehr offen, oder? Das neue BG habe ich fertig gefarmt. Genau, das sind jetzt hier 7 Achievements. 4 sind hier drin. 3 sind hier drin.
Da gibt es dann noch ein weiteres. Ich glaube, da musst du insgesamt 5 oder 10 von den Kisten aufmachen. Also da gibt es dann noch ein weiteres, genau. Dann Dungeon Schlachtzüge. Da haben wir quasi noch das Raid Achievement. Das mache ich jetzt in 2-3 Wochen. Wollen wir das angehen? Da habe ich schon eine Einladung bei einer Gruppe. Und ja, da sind halt dann quasi diese ganzen Achievements drin für die einzelnen Bosse. Gibt dann natürlich auch nochmal einen Mount. Und natürlich Mythic Kills. Wobei, ich habe auch schon zwei Mythic Kills. Ich habe da bei einer Gruppe ausgeholfen. Also ich bin aktuell nicht krass am Raiden, sondern mache hauptsächlich M+, ne, für mein Gear. Aber ich habe da mal kurz vor ausgeholfen, wurde ich kurzfristig gefragt. Und dann habe ich jetzt halt 2 Mythic Kills. Also die waren jetzt auch nicht sonderlich knackig. Genau, aber die werde ich jetzt in näherer Zukunft nicht holen. Auf jeden Fall zumindest die normalen Achievements dann fürs Mount. Dann gucken wir weiter im nächsten. Berufe habe ich alles fertig. Da war ja jetzt auch nicht sonderlich viel. Ich habe alle Berufe auf Maximum gelevelt. Ne? Da gab es ein Achievement für. Und bin auch dran, dass ich alle Rezepte hole. Ne? Also zum Beispiel hier bei Schmiedekunst fehlen mir noch hier die ganzen Rezepte für das Plattengear zum Beispiel und noch das ein oder andere, was man auch hier von Weltkreaturen und so kriegt. Aber das allermeiste habe ich. Also ich gucke, dass ich die ganzen Sachen ausgeskillt krieg, ne? Sowohl mit Lederverarbeitung, Schmiedekunst und allen anderen Berufen bin ich da dran. Ich habe quasi für jeden Beruf einen Char und log auch tatsächlich täglich ein und schaue, dass ich die ganzen Skillpunkte krieg. Nebenbei mache ich auch noch ein bisschen Gold. Man kann hier auch mit der Ressource, ne, die Konzentration dann auch die Rang 3 Sachen holen und da kann man auch mal ein bisschen Gold mit verdienen. Genau, also da Berufe bin ich auch komplett fertig. Beruf wäre ich theoretisch komplett fertig, wenn Blizzard es mal hinkriegen würde, das zu fixen. Ich bin seit einer Weile auf Max-Ruf mit allen Fraktionen, ne, wahrscheinlich wie die meisten. Nur diese ganzen Erfolge ploppen halt nicht auf. Ne? Also ihr seht teilweise 3.10., 3.10., 1.10., 27., 9. Teilweise schon über einen halben Monat, dass ich damit fertig bin, aber es gibt halt nicht die Achievements, weil die halt verbuggt sind. Also das ist das Meta-Achievement, wenn du alle Fraktionen hast und das sind diese Unterfraktionen, die ich natürlich auch schon lang auf Max habe. Gut, also heißt, hier wäre ich theoretisch auch fertig, wenn Blizzard es mal hinkriegt, das Ganze zu fixen. Dann Weltereignisse fehlt ein einziges und zwar ist es was Neues aus dem Schlotternacht-Event. Das ist das hier, da muss man halt einfach wieder die ganzen Sachen in Kassalgar abklappern und Schlotternächte ist jetzt in der Woche, ne? Dann kann man das angehen. Genau. Dann, was haben wir noch so? Wir haben Haustierkampf, bin ich auch komplett fertig. Sammlungen, da fehlen noch 2 Sachen und zwar, was sind das drin unter Vorlagen? Das ist halt einfach das PvP-Set und das Raid-Set. PvP-Set habe ich noch nicht großartig angefangen und Raid-Set, naja, ich spare jetzt mit den ganzen verschiedenen Klassen erstmal den Katalysator und hau halt dann die Sachen durch, wenn ich genug Katalysator-Charges habe. Wie gesagt, ich bin mit den Twinks im dem Delves unterwegs, damit kann ich mir quasi über Delves theoretisch LFR Normal HC-Set holen und vielleicht sogar Mythic-Set, denn du kriegst über die Delves 616er Gear. Das kannst du dann auf mit den HC-Marken, die du auch im Delve kriegst, auf 619 upgraden. Und sobald du es auf 5 und 6 upgradest, das müsste, glaube ich, 623 sein, kriegst du sogar auch Mythic T-Mog. Man kriegt diese Mythic-Marken, das sind diese hier, kriegst du auch, wenn du diese Maps im Delve kriegst, ich glaube immer 2. Also theoretisch kann ich sogar mit den Twinks, wo ich nur AFK im Delve stehe, über die Delves, wenn ich genug mache und immer diese Maps kriegen, sogar das Mythic T-Mog kriegen. Ist aber halt dann eine ziemlich langwierige Angelegenheit. Also muss ich mal gucken, ob ich dann das Mythic-Set auch noch versuche zu holen. Aber in den Sets bin ich quasi auch dran. Genau, und dann sind wir, glaube ich, eigentlich da unten schon soweit durch. Oder was haben wir noch? Erweiterungsfeatures habe ich auch. Panda Remix bin ich auch fertig. Und das sind ja hier jetzt noch die Heldentaten-Geschichten. Genau, so viel mit dem Achievement-Zeug. Im Endeffekt ist nicht viel drin. Es sind halt die Tiefen. Wo ich jetzt erstmal bei den Elver-Sachen und Zekvir noch ein bisschen warte, ne, bis mein Brand auf Max ist. Und die Anzahl an Tiefen, die 500, das wird halt eine langwierige Sache. PvP, hoffe ich, werde ich jetzt dann erst nach dem Eventzeug vom Geburtstag angehen, wenn hoffentlich das Achievement gefixt ist. Dungeon-Erfolg mache ich jetzt ein paar Wochen. Und Ruf muss ich warten, dass gefixt wird. Weltereignisse muss ich aufs Event warten. Und sonst, die Sets, die kommen mit der Zeit auch. Also da ist jetzt, ja,
Das Einzige, was ich, glaube ich, sofort angehen könnte, wären halt, wie gesagt, diese paar Delf-Sachen noch. Gut, dann schauen wir bei den Reittieren rein. Wie gesagt, das Steingewölbe-Mount habe ich ja jetzt bekommen. Hier sind die paar, die man quasi jetzt, oder die ich persönlich aktuell noch kriegen kann. Fangen wir mal von unten an. Also es ist einmal das Room-Achievement, ne? Das ist ja, wie gesagt, mit dem einen Erfolg verbunden. Dann gibt es einen Inji-Mount. Ich kann das eigentlich schon seit der ersten Woche mit den Berufen, habe ich das Rezept mit meinem Inji gekriegt. Das kostet so zwischen 1,5 und 2 Millionen, kann man sich das herstellen, die Mats. Das Ding ist, diese Mats kann man auch kriegen, indem man Inji-Teile klein macht. Und mein Gedanke ist so ein bisschen, die Mats werden jetzt immer günstiger. Wenn die Mats günstiger werden, also die Erze und Grundmaterialien, kann man sich günstiger die Inji-Teile herstellen. Wenn man sich die Inji-Teile günstiger herstellen kann, ist es günstiger, die Teile klein zu machen und die Parts für das Mount rauszukriegen. Dementsprechend dachte ich mir, ich stelle es mir jetzt nicht am Anfang der Expansion her, weil es tendenziell mit der Zeit günstiger wird. Deswegen warte ich mit dem noch so ein bisschen. Das nächste Mount ist quasi das, was man von der Queen Anshurek bekommt, in jeglicher Schwierigkeitsstufe. Ich bin jetzt aktuell immer mehr Chars am Hochspielen und kann quasi jede Woche mit mehr Chars in LFR reingehen. Und muss echt sagen, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Razagas vergleicht, das Mount ist sehr einfach farmbar. In den allermeisten Gruppen haut man die zwei Bosse instant um. Also wir reden jetzt quasi von LFR, ne? Hier das Endding, und das ist eine Sache von einer Viertelstunde. Du queust dich rein, gut, du musst teilweise ein bisschen warten, aber die zwei Bosse, die sind eigentlich mit den meisten Gruppen, sind die eigentlich One-Shot. Also das ist relativ easy gescalen. Dann ist es angenehm, das Mount zu farmen. Ich habe jetzt auch schon einige Tries, bis jetzt habe ich es aber leider nicht gekriegt. Dann das nächste Mount. Das ist ein verbuggtes, das ist eigentlich ein Achievement aus MOP, nicht auch MOP, aus Battle for Azeroth. Keine Ahnung, warum das rumspackt aktuell. Also eigentlich müsste ich das haben. Den Erfolg habe ich auch. Also das ist ein verbuggtes. Dann das Mount kriegt man aus Mythic Dunkelflammenspalt. Das ist in der Season nicht möglich. Also kommt man auch nicht dran. Dann hat man das PvP Mount. Wie gesagt, da will ich jetzt demnächst mit dem Blitz-BG anfangen. Dann werde ich mir das farmen. Und dann haben wir noch Mythic Anshurek. Also im Endeffekt, die beiden sind nicht möglich. Bei dem warte ich noch. Das bin ich am Farmen und das kommt dann mit diesem Ding-Achievement, mit dem Dungeon oder mit dem Raid-Achievement. Das werde ich erstmal nicht kriegen und das, sobald ich PvP anfange. Ne? Also ist relativ übersichtlich. Dann Pets. Das Einzige, was man hier aktuell noch kriegen kann, ist, glaube ich, Zuki. Und das ist eins, was man aus einem Delf kriegt. Ihr habt jetzt gesehen, ich bin fast 300 Delfs gelaufen und habe es leider immer noch nicht. Aber man kann sich das mal kaufen. Aktuell sind die Preise für das Pet so bei 70.000, ne? So, warte, wir können jetzt hier auch nochmal das Ding aktualisieren, aber so um die 70.000. Das zieht sich jetzt immer ein bisschen, bis das aktualisiert. Die anderen sind leider alles verbuggte, ne? Also die kriegst du nicht. Eins davon ist, glaube ich, jetzt eins, was es auch über ein Achievement gibt. Das soll jetzt mit einem Patch, also mit 11.05, gefixt sein. Aber das Einzige, was ich in-game noch kriegen kann, ist das hier. Und ihr habt ja gesehen, ich bin quasi ein Pet hinten zu dem, der auf World Platz 1 ist. Und ja, ich könnte jetzt einfach 70k ausgeben, das schnell upgraden, dann wäre ich auch wieder auf Platz 1. Aber ich muss noch 200 Delfs aufwärts laufen. Jetzt gucke ich mal, ob ich es demnächst kriege. Ne? Und wenn es nett drin ist, bis ich die 500 habe, dann kaufe ich es mir. Das ist so ein bisschen der Plan. Und Spielzeuge zeigt es mir theoretisch an, dass ich alle habe. Ne? 964 von 964. Es gibt noch ein weiteres, und zwar greifen wir jetzt hier vielleicht mal ein bisschen vor. Wenn ich jetzt hier bei Spezial reingehe, gibt es ein Hidden Trinket, sage ich, ein Hidden Toy, und zwar Schleier des Infiltrators. Und dafür muss man halt einen Toy, Trinket kriegen, so rum. Und dieses Trinket droppt von dem Nexus Prinz. Und schau, das hier. Das ist ein Trinket, wo man immer so komische Aufgaben erledigen muss. Und wenn man das in der offenen Welt macht und so eine Aufgabe erledigt, dann gibt es eine kleine Chance, dass halt ein zusätzlicher Mob spawnt, ein Rare, den boxt um und da ist das Ding drin. Mir wurde gesagt, der kriegt aber nur derjenige das Toy, der halt den Mob beschwört. Ne? Also Step 1 ist Trinket holen, Step 2 ist in der offenen Welt das Ding benutzen, Aufgabe erfüllen, mit einer Chance ein Rare gespawnt kriegen und dann das Ding. Und das habe ich halt noch nicht. Ne? Ich werde jetzt demnächst mit den Twinks halt verstärkt quasi immer den Endboss hier umhauen, vielleicht auch mal den ganzen Laden im LFR machen und ich denke mal, irgendwann werde ich es nebenbei, wenn dann im Raid gedroppt kriegen oder im Vault bekommen.
Genau. Dann holen wir uns das letzte Toy. Genau, so viel zu den Toys. Gut, dann Erbstücke, ist eigentlich nichts Interessantes dabei. Okay, da sind wir eigentlich durch. Gut, dann haben wir eigentlich das hauptsächlich jetzt durch. Jetzt können wir noch ein bisschen im All the Things rumschauen, hätte ich gesagt. Und dann sind wir eigentlich schon mit allen Sachen soweit am Ende. Ach so, ich kann euch vielleicht nur so ein paar andere Sammelsachen zeigen. Im Plus bin ich tatsächlich die Season schon fertig. Ich habe auch die ganzen Portale schon. Ne? Ich habe hier alle in 10 In-Time, bis auf eine nekrotische Schneise. Die habe ich aber ehrlich gesagt nicht nochmal gemacht, weil ich da den Port schon aus... ich glaube, Shadowlands hatte ich den tatsächlich schon. Also es ist dasselbe Heldentat, deswegen war es uninteressant. Im Endeffekt musste ich die alle In-Time schaffen und 2,5 Score für das Item, wo es die ganzen T-Mogs gibt. Was auch aktuell noch verbuggt ist, aber dazu können wir vielleicht später noch kommen. Heißt, aktuell im Plus bin ich eigentlich durch. Ich bin jetzt immer noch jede Woche 4-mal Steingewölbe auf 10 gelaufen, um halt auch ein bisschen so Gierzeugel zu kriegen, sowas, ne? So Mythos-Item-Level. Und nebenbei das Mount zu farmen. Mount habe ich. Jetzt muss ich mir ehrlich gesagt überlegen für die Zukunft, ob ich nur noch einen Key pro Woche laufe oder ob ich trotzdem noch 4 mache. Ich muss mir überlegen, wie wir es machen. Ich will halt am besten jedes Teil auf Mythic-Item-Level haben, dass ich es fürs T-Mog habe. Ne? Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, schauen wir mal hier in die Übersicht rein, im All the Things. Und zwar, wo stehen wir jetzt? Fangen wir mal oben an. Dungeon und Schlachtzüge. Ihr seht, es ist jetzt hier Cataclysm und BFA wieder drin. Das war ja vorher nicht. Und zwar ist es so, dass hier Grimbatoll drin ist. Und das ist ja jetzt aktuell gerade ein Season-Dungeon. Und dazu hat Blizzard neue Items eingebaut, die nicht im Normal droppen, sondern die droppen nur jetzt während der Season im HC und im Mythic-Modus. Heißt, das sind quasi alles neue IDs. Das sind keine kein neues Aussehen, aber Blizzard hat halt Items reingepackt, die eine neue ID haben und die kriegst du jetzt halt nur auf Maximallevel, wenn der HC Mythic oder Mythic Plus läuft. Heißt, die muss ich dann jetzt wahrscheinlich mit den Twinks im Optimalfall im HC farmen. Und sägewilliges System ist auch in hier in BFA der Fall, und zwar in Boralos, ist ja auch aktuell eine Inni, und da kann ich es nur eher nachvollziehen, da haben sie halt die Teile, die eigentlich Azerith-Gear sind, haben sie halt in normale Items hier reingepackt, ist halt auch eine neue ID, ne? In Battle for Azeroth sind ja eigentlich Azerith-Teile gedroppt, und es würde ja keinen Sinn machen, wenn jetzt im Plus oder im Mythic 0 dann Azerith-Teile kriegst, das macht ja jetzt aktuell keinen Sinn, weil er den Hals nicht benutzt und so, also da kann ich es noch eher verstehen, warum sie jetzt hier so einen Haufen neue Teile reingepackt haben. Naja, vielleicht ist da zu wenig gedroppt, ne? Jetzt können wir mal kurz gucken. Aktuelle Season, Grimbatoll. Wenn du jetzt guckst, im Normal, Mythic, naja. Das Komische ist, der Kopf... Ach, jetzt check ich's. Der Kopf hatte einen Metasockel. Diese Teile haben sie ausgetauscht. Jetzt verstehe ich das auch. Warum? Das sind nämlich dieselben Teile. Seht ihr? Der hat nämlich einen Metasockel drauf und der hier hat keine Sockel. Deswegen haben sie das gemacht. Jetzt macht das auch alles ein bisschen mehr Sinn, warum sie das quasi umgewandelt haben. Hier ist noch eine Armschiene dabei. Sehe ich jetzt hier gar nicht die Armschienen. Weird. Nicht Plattenarmschienen geben. Okay. Alte Boss. Können wir auch mal kurz reingucken. Der hat jetzt hier Schuhe, einen Zauberstab im Normal. Ah, seht ihr, der Zauberstab, gut, der hat jetzt irgendwie keine anderen Sets, aber die Schuhe hatten einen Sockel drauf. Dann wird es daran liegen, dass sie halt die neue IDs gemacht haben, weil die halt nochmal andere extra Features haben wie Sockel und solche Geschichten. Okay, dann wird mir das jetzt auch langsam klarer, warum sie das gemacht haben. Genau. Was euch vielleicht aufgefallen ist, was rausgeflogen ist, ist Shadowlands. Ich habe jetzt alle Shadowlands Raids fertig gemacht. Ich hatte ja noch zu Ende von Dragonflight die Shadowlands Raids Mythic gefarmt. Und jetzt habe ich auch im Normal HC LFR die komplett fertig gemacht. Das war schon einiges an Aufwand. Da waren ja 1000 Sachen fast drin insgesamt. Also, ne, im Shadowlands Raids. Sowohl hier als auch unter Erweiterungsfeatures. Also da ist jetzt Shadowlands auch komplett rausgeflogen. Da waren ja in Castle Nathria so Waffentokens, die man abgeben musste. Und die waren quasi hier bei den Erweiterungsfeatures drin. Aber da schauen wir nachher nochmal genau rein. Genau, heißt aktuell sind es halt jetzt nur die Cataclysm Battle for Azeroth, diese zwei Dungeons, ne, die neu dazugekommen sind jetzt mit der War Within. Und dann geht es jetzt hier mit Dragonflight weiter. Da hatte ich noch nichts gemacht. Das werde ich erst wahrscheinlich Mitte bis Ende der Expansion anfassen. Oder ich habe vorher nichts mit zu tun, dann machen wir das vielleicht. Dragonflight Raids.
Und hier klar, War Within, da sind natürlich auch noch Sachen drin. Oh, das hatte ich vorher vergessen zu zeigen. Pardon, da hatte ich was vergessen. Es gibt unter Dungeons Erfolge für Mythic die 4 Dungeons, die man ja aktuell in der Season nicht machen kann. Und die gehen ja erst in der zweiten Season. Was ich sag's euch, mega dumm finde, dass es Erfolge gibt, die hier reinkommen für die mythischen Dungeons. Und die kannst du in der ersten Season nicht machen, weil du kannst die ja nur im Normal und im HC, glaube ich, laufen. Aber nicht im Mythic-Modus. Mega dumm. Und dann gibt's ja auch noch Achievements, dass du die alle Mythic-Dungeons einmal als DD machen musst. Als Heiler und als Tank. Und du kannst ja auch nur die 4 machen, die jetzt in der aktuellen Season sind. Also das sind diese kompletten Erfolge. Das hatte ich jetzt vorher vergessen zu zeigen. Aber gut, die kann ja aktuell niemand machen. Ne? Das geht dann halt erst, wenn die zweite Season startet. Und da muss man echt gucken, dass man jetzt in der ersten Season dran denkt, dass man als Tank, Heiler und DD einmal die Mythic Dungeons durchläuft. Nicht, dass die zweite Season startet und man die Folge wieder nicht machen kann, weil dann die anderen Dungeons aktiv sind. Also das muss ich noch machen. Als Tank habe ich natürlich alle. Als DD und Heiler muss ich es mal noch die Tage irgendwann durchlaufen. Genau. Dann sind hier noch ein paar Worldboss-Sachen drin. Ich hau eigentlich jede Woche jetzt mit allen Chars, die ich habe, aktuell sind es 15, auf Max-Level den Worldboss um. Er droppt wieder ziemlich beschissen, muss ich sagen. Also da ist Temok, fehlt noch leider einiges. Dann der Neruba-Palast, seht ihr, da fehlt mir auch noch ziemlich viel. Viel habe ich noch nicht gefarmt. Also ich war ein paar Mal im Normal-HC drin. Paar Bosse da Mythic und LFR farm ich halt den Endboss immer. Wo ich aber dran bin, seht ihr die Dungeons. Da habe ich jetzt die letzten Tage ordentlich Normal Dungeons gefarmt. Das Gute ist, Normal, HC und Mythic sind dieselbe ID. Ne? Also wenn du eine ID hast, dann hast du alles. Und ihr seht, ich bin jetzt hier in den höheren 70er, 80er Bereichen teilweise schon. Bei den einzelnen Inis, gut, die Brutstätte hängt noch ein bisschen hinterher. Und am höchsten bin ich tatsächlich beim Steingewölbe, weil ich das halt jetzt so oft fürs Mount gefarmt habe. Brauche ich theoretisch sogar nur noch 4 Items. Und dann bin ich tatsächlich durch. Ja, ich habe es jetzt tatsächlich hier so gemacht. Ich kann mit meinem Main, ne, also bin ich jetzt 623, kann ich die Inis alleine im Normal laufen. Ist zwar da teilweise dann ein bisschen zäh bei den Bossen, aber den Trash kann ich meistens komplett zusammenpullen. Teilweise auch in den Boss rein und dann wegleaven. Und dann habe ich einfach meine Twigs mitgezogen. Also ich habe ja 4 Accounts, 3 von meinen Chars rein und habe dann einfach die Sachen umgehauen und habe dann halt fast allen Loot gekriegt. Ne? Wenn ich mit 4 Chars drin bin, dann hast du halt eine höhere Chance. Und es geht sogar halbwegs zügig, also das ging ganz gut. Also da habe ich jetzt schon ordentlich reingefarmt und ja, demnächst werde ich das hoffentlich fertig kriegen. Viele Items pro Inni brauche ich ja nicht mehr. Genau. Und ja, im Endeffekt ist es jetzt halt hier, hauptsächlich was ich farm, in nächster Zeit die Normal Dungeons fertig und dann werde ich hier die HC-Dinger mit den Twinks laufen. Das wird aber ein bisschen zäher, weil ich glaube, HC mit dem Twink, mit dem Main alleine ziehen, wird wahrscheinlich noch ein bisschen tough werden. Genau. Dann sind hier noch ein paar Delph-Sachen drin, die Achievements, die ihr vorhin gesehen habt, und dann sind es halt jetzt hier hauptsächlich noch diese kosmetischen Items, ne? Also da gibt es ja in jedem Delph verschiedene Cosmetics. Und dann gibt es halt auch noch die Belohnungen, hier einmal für die großzügigen Tiefen, dann brauche ich noch 2 Sachen, ein Kettending brauche ich noch und hier ist es ein bisschen verzwicktes Item, da droppt relativ selten random so ein Item, das du umwandeln kannst und wenn du es mit der richtigen Klasse kriegst, dann kannst du es halt in verschiedene Items umwandeln, unter anderem hier auch einen Streitkolben und ja, da muss ich halt gucken, dass ich zum Beispiel auf einem Priester werde, auf einen Streitkolben oder auf einem Pala als Heiler, wäre es wahrscheinlich auch möglich, dass ich das hier umwandle, muss ich mal gucken, dass ich es mit dem richtigen Char kriege. Genau, das ist das eine. Das Ding buggt, diese Dinger habe ich natürlich alle auf Max, aber die werden hier trotzdem angezeigt. Kurz zeigen. Die habe ich natürlich alle auf Episch, aber die, weiß ich nicht, das All of Things checkt das nicht ganz. Dann sind die Münzen hier noch drin und dann gibt es hier noch ein paar Items, die ich jetzt beim Händler unten kaufen kann, die können aber auch in den Delphs droppen. Und ja, die kaufe ich mir jetzt erstmal nicht. Ich muss eh noch einen Haufen Dells laufen. Wenn die bis dahin droppen, ist fein. Wenn nicht, dann kaufe ich es mir. Ne? Also die sind jetzt hier auch nochmal beim Händler. Und die muss ich mir, glaube ich, für Resonanzkristalle noch kaufen. Aber da brauche ich noch ziemlich viele. So, das soweit dafür. Dann gucken wir Außengebiete. Da sind jetzt die Dracheninseln drin. Und zwar mit 2 Items, die auf Belebungskatalysator stehen. Ich dachte mir erst, was ist das? Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, warum die da drin sind. Und zwar sind es Drops von den Worldbossen. Und unter anderem hier von dem Kollegen.
droppt der hier Schuhe, Leder, und die kann ich, wenn ich die mit dem Schurken gedroppt bekomme, umwandeln zu diesem Set-Item, ne? Deswegen sind die drin, und dasselbige ist bei den, bei diesen Zikali-Typen, gibt es Handgelenke, die ein Magier theoretisch umwandeln kann. Weil ich sehe gerade, nee, Hose? Das ist jetzt komisch. Das sind ja eigentlich nur Leder. Ja gut, vielleicht macht das doch keinen Sinn. Auf jeden Fall habe ich die Schuhe gekriegt, ne? Und die konnte ich nicht umwandeln. Also das hat schon mal nicht funktioniert. Also die gehen auch gar nicht mal in den Katalysator rein. Also ich vermute, da wird mir nichts anderes übrig bleiben, als die Teile über den Raid dann zu holen, ne? Also hier quasi über die The War Within Raids. Dann wird wahrscheinlich hier dann irgendwo die Schuhe noch dabei sein, seht ihr? Die ich umwandeln muss. Und ja, da muss man mal gucken. Muss ich bloß mal gucken, jetzt in, wenn ich jetzt hier im LFR gucke. Ja, da sind auch noch die Dinger drin. Okay, vielleicht liegt es auch daran, ne, dass die jetzt zweimal drin sind. Einmal unter den Dungeons, einmal unter den Außengebieten. Also eigentlich könnten sie es dann hier auch rausschmeißen, das ist wieder doppelt gemoppelt. Naja, egal. Und das andere ist natürlich die aktuelle Expansion, Kas'algar. Und da habe ich halt unter anderem noch einen Haufen Berufssachen und Items hier beim Händler, ne? Also diese Berufsbücher sind jetzt hier zum Beispiel drin und die ganzen Sachen, wo man hier Resonanzkristalle braucht, sind da drin. Der PvP-Händler ist da noch mit drin und so. Und dann so ein paar verbuggte Berufssachen. Ich habe die Berufe alle gelernt. Man sieht auch immer, dass das verbuggte Sachen sind, wenn hier die Spell-ID steht, weil dann kann der Server es nicht laden. Also ich schätze mal, sind so das so verbuggte Berufsdinger. Seht ihr, da ist auch wieder die ID dran. Also keine Ahnung, was das genau alles ist. Also hauptsächlich sind es eigentlich noch diese Händler-Items in Dornogal. Dann in Ashkahed habe ich hier noch bei den Quests, seht ihr das, die ganzen Items drin. Mit dem nächsten Patch 11.05 müsste man eigentlich, wenn man die Quest einmal gemacht hat, alle T-Mox kriegen. Also heißt, ich habe nur mit dem Main durchgequestet und warte jetzt eigentlich auf den Patch, der jetzt in ein paar Tagen kommt. Mal gucken, ob es klappt, ob man alles kriegt. Und ja, dann habe ich noch Verkäufer. Ich habe noch ein Schneiderrezept offen. Das ist das letzte, was ich mir noch kaufen muss. Da warte ich noch, bis ich genug von dieser Ressource kriege. Kännchen für Kunsthandwerker heißt das. Und was ist hier noch drin? Ach, da ist ein Pet, was aktuell noch verbuggt ist, ne? Das ist eins von den Verbuggten, die man nicht kriegen kann. Und hier ist noch das K drin, das ist die Ressource, was ich fürs Rezept brauche. Genau, und jetzt ein Heilsturz. Seht ihr, da sieht es genauso aus, da sind die ganzen Questdinger noch offen. Wo ich halt, wie gesagt, die müsste ich dann alle fertig kriegen, sobald ich, sobald der Patch hittet. Also wenn es denn klappt, mal gucken. Insel von Dorn ist das gleiche, das sind halt auch diese ganzen Quest-Sachen. Und Schallentief ist halt auch dasselbe, ne? Also sobald der Patch rauskommt, müsste eigentlich hier ziemlich, das ziemlich dezimiert werden. Und das gleiche sind natürlich auch hier bei den Kampagnenquests, ne? Seht ihr? Also das ganze Zeug müsste ich dann eigentlich auch alles fertig kriegen. Genau, und sonst, was haben wir hier drin? Schätze, also das sind auch wieder die Berufswissen, ne? Und das sind einfach die Ressourcen fürs Achievement, also die Kastenschlüssel. Also Außenbereiche bin ich eigentlich sehr weit. Ist es eigentlich hauptsächlich warten auf einen Patch und halt dann die Resonanzkristalle. Die kriege ich aber, da ich die Delves ja jede Woche mit so viel Charge spiele, immer nebenbei rein. Also das müsste über die nächsten paar Wochen und Monate, müsste ich genug haben, um mir den restlichen Stuff zu kaufen. Muss mal gucken, wie viel ich allgemein noch brauche. Ich brauche noch 218.000, dass ich mal alles kaufen kann. Und von dem K brauche ich noch 1.500. Ja, das ist das eine Rezept quasi. Genau, das ist Außenbereiche. Dann Weltbeute ist halt ein Rezept, ne? Das halt relativ teuer ist. Dann Erfolge, beziehungsweise wir können jetzt mal kurz gucken. Das Ding hat geladen, ne? Wenn wir jetzt hier auf Rezepte gehen. Ich brauche eigentlich 4 Rezepte, die ich mir noch kaufen kann. Also das sind die 4 Rezepte, ne? Für 4 verschiedene Berufe. Und das sind halt die teuren, ne? Es geht hier bei 70, 90, 149 und hier 450k. Und die 4, die jetzt bei ein paar Millionen sind, das sind Rezepte aus Classic, die removed sind. Aber alle anderen Rezepte, die ich noch brauche, sind quasi Rezepte, die man wenn dann über eine Skillung kriegt oder die man beim Händler kaufen kann über dieses Kunsthandwerker-Materialien-Gedönse. Also ja, ich kann euch theoretisch auch auf Data for Azeroth, ist es glaube ich schöner visualisiert, wenn ich jetzt unter Rezepte reingehe. Mir fehlen 62 Rezepte insgesamt noch.
Wenn wir die jetzt aufteilen unter Professions, ne? Also seht ihr, das sind Alchi-Rezepte, da fehlen mir 11. Da kann man so einen täglichen Cooldown einsetzen und dann kann man die immer entdecken, wenn man so Materialien umwandelt. Das habe ich jetzt erst gestern angefangen, also da fehlt mir noch ein bisschen was. Dann beim Schmiedekunst fehlen mir die ganzen Rüstungsteile, weil ich habe als erstes auf Waffen geskillt. Kochen fehlt mir noch eins, das ist aus dem Raid, so wie ich sehe. Dann Enchanting, das sind glaube ich alles welche, die man entdecken kann, ne? Also über Skillungen. Ingi habe ich tatsächlich alle fertig. Angeln habe ich auch alle fertig. Kräuterkunde fehlt mir ein Teil. Inschriftenkundler, das ist alles schon Spezialisierung, also da muss ich alles Skillpunkte verteilen. Das sind auch eh nur 5. Juwe, das waren glaube ich auch einige, die man skillen musste. Das sind auch nur 4. Lederverarbeitung brauche ich 8. Das sind auch alle Skillungen. Bergbau sind Entdeckungen. Das sind 4. Lederverarbeitung ist eine Spezialisierung, wo du skillen musst. Das sind insgesamt 5. Und Tailoring, also Schneider, sind das eine, ne, was ich bei einem Händler kaufen muss. Und das andere sind auch wieder Sachen, was ich skillen muss. Ne? Und wie gesagt, ich bin da eigentlich dran, dass ich jeden Tag die Skillpunkte hole, die man... Also es gibt ja einmal wöchentliche Skillpunkte, die man holen kann. Und dann gibt es ja noch quasi Skillpunkte, die man bei den Crafting-Berufen hier kriegen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier bei den Aufträgen... Na gut, da ist jetzt nichts dabei, weil ich es alle geholt habe. Da gibt es halt hier Skillpunkte, wenn man was herstellt für die Kundenaufträge. Und teilweise sind die Sachen auch nur einen Tag drin. Deswegen locke ich halt die Charts jeden Tag durch, schaue, ob irgendwo Skillpunkte dabei sind und nehme die mit. Aber gut, ich habe das heute jetzt mit dem Char schon gemacht. Seht ihr, das ist zum Beispiel nur 10 Stunden drin, ne, das Teil. Also, das kam heute rein, gibt aber keinen Skillpunkt, deswegen habe ich das nicht gemacht. Genau. Erfolge brauchen wir eigentlich nicht durchgucken, das haben wir ja vorher schon im Achievement-Fenster gemacht. Dann Erweiterungsfeatures. Da habe ich die altbekannten Sachen drin. Das Szenario-Zeug habe ich tatsächlich nicht weitergemacht. Es war jetzt eine Weile so, dass man sich keine Testchars mehr erstellen konnte. Das soll mittlerweile wieder gehen. Aber wie gesagt, das habe ich aktuell auf Eis gelegt. Das mache ich dann wieder weiter, wenn ich ein bisschen mehr Zeit von anderen Sachen abziehen kann. Dann, was ich auch auf Eis gelegt habe, sind diese Missing-Loot-Sachen aus der Garnison. Denn es ist blöderweise so, dass wenn man Items auf der Kriegsbank hat, dass die als maximales Item-Level, das quasi hier mit dran steht, ne, zählen. Gut, mit Main habe ich natürlich jetzt höheres als das, was auf Bank ist, aber ich habe teilweise Twinks, die kommen auf Stufe 80, haben noch Low-Level-Gear an und wird dann aber über mein Add-on hier höheres Item-Level angezeigt. Und du kannst auch, nur wenn du die Sachen auf der Bank hast, zum Beispiel in LFR queuen, also ich könnte Item-Level 5 haben mit einem Twink, kann aber trotzdem in LFR rein queuen, weil ich höheres Item-Level auf der Bank liegen habe, also wenn ich jeden Slot hier rumliegen habe, ne, dann kann ich trotzdem queuen. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch finde, weil ich könnte es ja hypothetisch anlegen, aber solange ich es nicht anlege, bleibt es ja für den Account mit jedem Char anlegbar. Und ja, kann dann LFR rein. Was hat das jetzt mit den Items zu tun? Das Problem ist, die Missionen, die für dieses Missing Loot Teil kommen, da habe ich mir ja Stufe 20er auf Test-Accounts gemacht, der auf demselben Battle.net ist. Und das Problem ist, das Item-Level, was auf der Bank zählt, für meine Max-Level-Twinks, zählt auch für diese. Und diese Missionen kriegst du nur, wenn du nichts Besseres quasi schon angelegt hast oder auf dem Char hast. Und da diese Items hier mitzählen, klappt das mit diesen Missionen nicht mehr, also kommen die nicht. Ich müsste quasi jetzt jegliche Gear-Items aus der Warbank rausschmeißen und die auf irgendeinem anderen Char zwischenlagern und ein paar Tage warten, bis sich die Mission resettet, dass ich diese wieder kriegen kann. Und das ist halt nervig, weil ich halt jetzt andauernd Chars auf Max kriege, ich dann hier immer schön auf die Kriegsbank das Zeug zwischenlagern kann und mit den anderen Chars rausnehmen. Ja, ich werde jetzt mit der Zeit ein paar mehr hochspielen, nimm das ganze Zeug mal raus, werde das dann vielleicht irgendwann auf dem Twink lagern, dann mache ich das wieder weiter. Aber das, wie gesagt, pausiere ich aktuell auch, weil das halt mit der Kriegsbank echt ein bisschen blöd ist vom Scaling, ne? Dass ich dann die Missionen halt deswegen nicht mehr krieg. Ja, dann habe ich in Dragonflight so noch 2 von den Manuskripten offen. Das ist einmal das eine, was aus dem Liebesevent ist, ne? Also aus dem Valentins-Event, Liebe liegt in der Luft. Das habe ich ja beim ersten Mal nicht gekriegt. Und das andere ist von Fyrak, meine ich genau. Aber das werde ich mir farmen, wenn ich dann irgendwann hier die Raids, das T-Mog farm, genau.
So viel dazu. Und dann War Within, naja, da sind halt ewig viele Sachen drin. Da sind jetzt zum Beispiel hier noch ein paar Gear-Items drin, ne? Zum Beispiel hier die Schuhe bei der einen Fraktion. Dann gibt es hier noch ein VZ-Rezept aus diesem Maschinenwellen-Event. Das mache ich mit meinem Hexer, da ist nämlich mein VZ-Char jede Woche noch. Auch nochmal ein paar Gear-Teile. Gut, da müsste ich einfach ein paar Resonanzkristalle ausgeben. Dann hier ebenfalls Resonanzkristalle. Und jetzt kommt das ziemlich Beschissene tatsächlich. Und zwar Vorratspaket der Lampenanzünder. Das kriegst du hier unten bei diesen Questdingern. Und da habe ich schon über 200 Kisten aufgemacht. Für unter anderem diesen Lux, dieses Mount. Und daraus gibt es Gear-Teile. Und gefühlt aus jedem 20. kriegst du mal ein Item raus. Halt immer irgendwas random. Und ich schätze, das ist der wahre T-Mog-Endgegner in der Expansion, weil du wirst da 1000 plus Kisten farmen müssen, bis du diese ganzen T-Mog-Dinger hast. Und ja, so eine Kiste ist halbwegs schnell gefarmt, du machst ja dieses Ereignis bei der Flamme oder eine so eine Weekly-Quest, aber du musst halt einfach so viele von denen farmen, dass du die richtigen Sachen rauskriegst, ne? Seht ihr, wie viel Zeug mir da noch fehlt? Und ich habe halt, wie gesagt, schon über 200 Kisten aufgemacht. Also, das wird der wahre Endgegner für wenig Punkte, ne? Es sind jetzt 29 T-Mox, da werden Stunden und Tage und Wochen an Zeit draufgehen, bis man das Zeug farmt, also, ja. Ich hab mir gedacht, wenn ich die Blitz-BGs irgendwann farme, dass ich mit einem Char Blitz-BG mache und mit den anderen zwischen den Queues, dass ich mir das farme. Also dafür habe ich mir das jetzt ein bisschen aufgehoben. Genau. Mal gucken. Und ja, hier sind dann noch diese Achievements drin, die ja verpackt sind. Mal gucken, ob die mit dem Patch gefixt werden. Und da hast du noch einen Händler, der Kay, glaube ich, gegen die andere Ressource tauscht. Ja, aber das ist eigentlich nichts zum Sammeln. Dann gibt es hier noch eine Sache bei Erfolgen. Und zwar hat man da einmal das Achievement mit allen Fraktionen auf Max, das ja verbuggt ist. Für das Achievement muss man, glaube ich, alles auf 6,39 upgraden. Ich sag's euch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das machen werde, weil du brauchst so viele Mythic-Marken dafür. Und ich habe jetzt 1, 2, 3 Teile auf Max abgegradet. Du musst halt erstmal jeden Slot auf Mythos kriegen und dann musst du halt 1000 irgendwas von den Mythic-Marken farmen. Ja, muss man mal gucken. Also, mal schauen. Und das andere, was ich hier noch habe, ist ein Achievement, dass du quasi eins von den drei Teilen hast, mythisch Queen umhauen, Elite-Rang im PvP kommen oder halt Schlüsselstein-Held, also 2,5 im Plus. Die 2,5 habe ich gemacht, habe auch das Item gekriegt, aber irgendwie, seht ihr ja, von dem T-Mog habe ich nur ein Viertel bekommen. Also wenn, dann sind diese Teile nicht drin und All the Things dachte nur, dass die drin sind oder es ist verbuggt und die soll es geben, aber man kriegt sie irgendwie nicht. Also ich hoffe auch mal auf ein Patch, dass man die kriegt, weil, ne, das sind halt immerhin 500 T-Mox. Also das haut halt schon anders rein für die ganzen Klassen. Muss man mal gucken. Das ist halt die, also das sind im Endeffekt die kompletten Sets, die es in The War Within in der ersten Season gibt. Und dann dementsprechend aber in so einem leuchtenden Effekt, ne? Also jedes Set, kennt ihr vielleicht aus den letzten Seasons auch schon, hat einen normalen Set-Effekt, da sieht das Set normal aus und mit diesem Achievement hast du halt noch irgendein besonderes Leuchten oder so. Ich sag's euch ehrlich, ich hab's mir nicht angeguckt, wie das jetzt bei den aktuellen Sets aussieht. Mir geht's eigentlich nur darum, die paar T-Mox mehr zu haben, oder was heißt paar, sind halt 500, ne? Mal gucken, ob's die da noch gibt oder was Blizzard da macht. Und dann habe ich jetzt hier noch einmal Luftschiff. Das ist, glaube ich, dein Bauplan, wenn man Zekvia auf 3 Fragezeichen kriegt. Habe ich bis jetzt noch nicht weitergemacht. Ich habe da mal ein bisschen getried und war auf 17%. Ich sag's euch aber ehrlich, bei mir als Tank ist es sehr RNG-lastig, weil ich brauche halt Bran, dass er das Ei mit umhaut. Oder den Kokon. Und teilweise schießt er dann halt am Anfang nicht mehr drauf und dachte ich mir, komm, ich warte jetzt, bis ich den höher habe, bisschen mehr Gear habe, dass es dann halt weniger RNG ist, dass ich hoffen muss, dass der Concord rechtzeitig down geht. Und dann ist halt hier noch Katalysator drin, ne? Das, wie gesagt, farme ich ja schon die Items und warte aber halt da noch, dass ich mit den Chars die ganzen Aufladungen quasi dafür benutze, wenn ich genug habe und vor allem auch genug von dem Gear aus zum Beispiel den Delphs habe, genau. Ja, so viel dazu. Dann habe ich jetzt hier noch ein paar andere Sachen drin. Feiertage gibt es halt, wie gesagt, das neue Achievement, ne? Hier im Schlotternacht. Dann Timewalker. Habe ich jetzt Burning Crusade Dungeons auch letztens fertig gemacht. Da brauche ich jetzt halt nur noch den Raid.
Wattle hatte ich ja auch schon die Dungeons fertig gemacht, brauche ich auch noch den Raid. Und Cataclysm, da muss ich jetzt warten, bis das Event ist, da brauche ich ja noch 4 Items aus dem Dungeon. Ich hoffe, dass ich das beim nächsten Event auch fertig machen kann, dass ich dann auch noch den Raid offen habe. Und ja, Winterhauch, Fest, da sind anscheinend ein paar neue Achievement-Sachen mit dabei. Und Liebe liegt in der Luft, da ist nochmal hier dieses Manuskript drin, ne, was wir oben schon hatten. Dann Promotion. Da gibt es 2 neue Toys, und zwar gibt es ein PvP und ein PvE-Tournament, wo es jeweils ein Toy gibt. Die waren jetzt die letzten Tage, ich habe heute beim PvE-Tournament mitgemacht, da musste man 2 Fünfer-Keys auf dem Tournament-Server spielen, und ich habe vor ein paar Tagen auch beim PvP-Tournament mitgemacht, da musste man halt einfach nur mitspielen. Halt 2 Runden waren das, und da musstest auch nur, also konntest reingehen und nur losen, du musstest halt, was waren das? 2x3, also 6 Arenen musstest du spielen, und dann warst du auch in so einem Ranking, so eine Ladder drin und so. Ja, musste man auch nichts können für, musste man sich halt nur anmelden. Und das habe ich beides gemacht, und ich vermute mal, in ein paar Monaten gibt es die Toys. Also ich habe das ja schon ein paar Mal mitgemacht, es dauert immer ewig, bis er die Belohnungen aushändigt. Und sonst ist nur die geschnitzte Ogergötze, das ist ja das letzte TCG-Ding, was mir fehlt, aber ja, ich hoffe immer noch, dass es irgendwann als Drop kommt. Genau, was haben wir sonst noch? PvP? Naja gut, da sind halt die neuen PvP-Sets unter anderem drin, ne? Das Zeug, eigentlich relativ basic. Die paar alten Sachen, die verbuggt sind, habe ich da noch mit dabei. Hergestellte Items. Das sind, glaube ich, diese ganzen Erstherstellungssachen, die man hier zum Beispiel hat. Und halt die ganzen Gear-Sachen. Aber da habe ich noch nicht genug Funken, dass ich mir die ganzen T-Mox-Sachen herstellen kann, ne? Also das wird jetzt halt noch ein paar Wochen dauern, bis ich genug Funken habe, dass ich mir mal alles craften kann. Die Rezepte hole ich mir ja, wie ich euch vorhin gezeigt habe, so nach und nach. Was ist jetzt hier noch drin? Da sind die Rezepte noch drin, oder? Ja. Okay. Ja, so viele sind es jetzt gar nicht. Wenn du jetzt guckst, da habe ich schon... Da habe ich dann doch schon einiges. Ach gut, man kann es nicht nach Expansions aufteilen. Das ist ein bisschen schade. Hier ist es nach Expansion aufgeteilt. Bei Berufe ist es leider nicht. Da sind nur komplett drin. Aber seht ihr, das habe ich ja vorhin schon gezeigt, wie viel ich da noch brauche, ne? Und dann bei jedem Beruf dann immer nur noch ein paar Sachen. Genau, und sonst Charakter. Das ist eine Sache, die ich jetzt demnächst mal machen müsste. Einen Irdenen habe ich mir schon erstellt, einen Paladin fürs Mount. Es ist aber auch so, dass es noch extra Quests gibt, wenn man den Irdenen auf Hordenseite erstellt. Heißt, ich müsste mir einfach einen Irdenen auf Hordenseite erstellen. Und es gibt noch eine extra Quest, wenn man einen Hunter erstellt. Wahrscheinlich, weil man dann noch ein Pet oder so zähmen kann. Und ich müsste mir halt einfach einen Irdenen Hordler erstellen. Und hier gibt es halt noch die ganzen Gear-Teile über die Quests, wenn man sich andere Rüstungsklassen erstellt. Die müsste es aber auch mit dem Patch geben, weil die Quest an sich habe ich ja gemacht, ne? Also, muss ich mal gucken. Da gibt es anscheinend für jede Klasse ein eigenes Set, so wie das aussieht. Jetzt hoffe ich mal, dass es die dann alle gibt. Sonst muss ich mir halt 13 verschiedene Irdenen bauen. Oder gut, ich weiß gar nicht, ein Druid können die nicht sein, aber halt, was es dann, wie viele Klassen es dann halt gibt, ne? Da müsste ich gucken. Genau. Dann haben wir noch den Handelsposten. Klar, da kann ich mir leider... Also, Handelsposten ist ein bisschen Desaster, weil, ich kann euch das mal kurz zeigen, das machen wir jetzt noch zum Abschluss. Ich das Problem habe. Ich habe mir ja zwischendrin immer mal wieder auch T-Mog gekauft. Und ich habe nicht mehr genug Marken gehabt. Wo sind jetzt Handelspostenmarken? Ich habe es, glaube ich, überblättert. Na gut, da sehen wir es ja, glaube ich, auch. Ich glaube, ich habe jetzt noch 100 über. Und habe schon einen Mount eingefroren. Also ich bin schon einen Mount hinten. Und ja, muss halt hoffen, dass jetzt die nächsten Monate... Genau, 100 habe ich. Und eins habe ich hier unten eingefroren, das ich schon nicht habe. Heißt, ich muss jetzt halt hoffen, dass es jeden Monat... unter 1000 sind, dass ich so langsam mir die Punkte zusammen hamstern kann, dass ich mir das Mount kaufe. Ich schätze mal, das wird blöd laufen und ich werde dann wieder 1200 brauchen, dann kann ich mir irgendwelche Collectibles dann nicht mehr holen, ne? Also ich hätte mir nie T-Mog kaufen sollen, das war der Fehler, aber naja, so ist das. Gucci, dann sind wir eigentlich soweit mit All the Things auch durch. Jetzt kann ich euch nochmal vielleicht kurz erzählen, was ich aktuell so am Farmen bin. Ich bin halt täglich meine Berufsskillpunkte am Holen. Bis heute habe ich dann auch noch das Steingewölbe jeden Tag im M0 gefarmt. Das ist jetzt zum Glück weg. Und aktuell, sobald ich die ganzen Weekly-Sachen durch habe, also die, ich glaube, 56 Delves auf 8, die ich halt mit den Twinks laufe, ne? Und meine M+, aktuell bin ich 4 am Laufen, aber wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich leicht sogar nur noch eine laufen. Das muss ich mal gucken, wie ich es mache, dass ich zumindest immer einen Teil kriege.
Dann bin ich aktuell dran, halt wie gesagt, diese ganzen Dungeons zu kriegen. Und sobald ich das soweit weg habe, werde ich schätzungsweise die Dungeon-Sachen, die HC-Sachen noch versuchen wegzukriegen. Und ja, jetzt wird aber dann am Mittwoch erstmal das neue Patch-Gedönse gemacht. Und sobald ich das Patch-Zeug und die Dungeons weg habe, habe ich eigentlich vor, Blitz-BGs zu machen. Ich hoffe bis dahin, dass das so ein bisschen gefixt ist, ne? Dass man dann alle Achievements machen kann. Dass das auch mit einem Aufwasch quasi erledigbar ist. Und ja, das ist so das, was als nächstes bei mir ansteht. Ich werde wahrscheinlich auch mit ein paar verschiedenen Chartblitz-BG machen, um die Elite-Sets zu holen und werde mich da ein bisschen dann reinfuchsen. Zusätzlich bin ich natürlich weitergehend hier am Dings farmen, ne? Queen Anchorek im LFR, dass ich da das Mount noch krieg. Und vielleicht werde ich dann auch ein bisschen weitergehend LFR farmen, um das LFR-T-Mog zu holen und das mit den Marken, die man ja eh bei den ganzen Twinks nachgeschmissen kriegt über die Fraktionen, auf Normal upzugraden. Also eigentlich wäre das Ziel in der Season zumindest Normal und LFR die T-Mogs wegzukriegen. Das müsste eigentlich möglich sein. Das habe ich ja zum Teil in Dragonflight schon gemacht. Ne? Wenn ihr hier reinguckt, Normal LFR brauche ich 2 und ein Teil. Also das habe ich ja da zum Beispiel schon gemacht. Oder hier. LFR Normal, da sind es dann teilweise ganz wenige Items. Gut, hier in der ersten Season habe ich es nett gemacht, ne? Deswegen sind da jetzt noch so viele drin. Aber das will ich jetzt eigentlich gleich schon mit durchziehen, dass man vielleicht in der jeweiligen Season Normal LFR schon mitnimmt. Genau, das ist jetzt so der weitergehende Plan. Aber wie gesagt, ich muss jetzt abwarten, Mittwoch, wie viel dann in dem neuen kleinen Patch kommt, wie weit mich das einbindet. Aber soweit bin ich jetzt eigentlich schon relativ weit, was die Expansion angeht. Gut, damit sind wir durch. War jetzt doch wieder ein bisschen länger, aber wie gesagt, war jetzt das erste Video von dem Collection Updates in der Expansion und dann gern auch ein bisschen ausführlicher. So, dann sind wir durch. Hat mich voll dabei war. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare und dann sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.